Ja, und willkommen zurück zum dritten Teil dieser Vorlesungseinheit Wissenschaftliches Schreiben. Und im letzten Teil soll es jetzt um das Peer Review gehen. Ich werde gleich ein bisschen mehr dazu sagen, aber das ist so das gegenseitige Begutachten. Und im Probeseminar wollen wir, dass ihr gegenseitig eure Texte lest, dass ihr so ein Verständnis entwickelt und auch mitbekommt, wissenschaftliches Schreiben, das, was ich hier erzähle und predige, dass das alles schwierig ist, dass das nicht einfach zu lernen ist. Ihr werdet da sehen, dass auch andere Schwierigkeiten damit haben. Das heißt, es hat vielen Wert sozusagen, das zu verstehen. Allerdings möchten wir hier auch, dass ihr mitnehmt und die Rolle vom Peer Review, von dieser Begutachtung im wissenschaftlichen Kontext zu sehen und auch zu verstehen, warum das wichtig ist. Da wird es zum Beispiel, ich werde ein bisschen was sagen zu der Struktur, wie ein Review typischerweise aufgebaut ist. Das grenzt sich an Struktur aus dem letzten Teil, aber geht es jetzt eben um Struktur in Begutachtung, in eben Reviews für eine andere wissenschaftliche Arbeit. Und dann werden wir ein Beispiel sehen, was dieser Struktur folgt. Das Beispiel ist in Deutsch. Und da müsst ihr aber sozusagen einfach bei eurem Proseminar auch abklären. Einerseits, ob die Arbeiten selbst in Deutsch oder Englisch geschrieben werden, aber dann auch, ob diese Reviews in Deutsch oder Englisch geschrieben werden sollen. Da gibt es eine Reihe von Kriterien, nach denen man vorgeht in der Wissenschaft. Die möchte ich euch mit an die Hand geben und da auch wieder so ein paar Hinweise zum Ende. Aber fangen wir an. Was ist eigentlich Peer Review? Was ist wissenschaftliches Peer Review? Ja, es gibt auch den Begriff vom Code Review, das habt ihr vielleicht in der Informatik irgendwie schon gehört. Das ist das gegenseitige Angucken von Quelltext. Und tatsächlich ist mein Eindruck, dass sich das auch sozusagen so ein bisschen entwickelt hat, auch aus der Wissenschaft. In der Wissenschaft gibt es das schon deutlich länger, dieses gegenseitige Begutachten. Was ist also Peer Review? Peer Review ist das zentrale Element im wissenschaftlichen Prozess, also im wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. Nämlich, dass ich Einsichten, die ich habe, die möchte ich publizieren. Da gucken andere drüber und andere beurteilen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Und zwar geht es nicht darum, ob das Ergebnis für uns positiv oder negativ ist, sondern da geht es darum, ob die wissenschaftliche Praxis eingehalten wurde, ob da sauber gearbeitet wurde oder ob da eben falsche Behauptungen stehen oder Behauptungen, für die es eben keinen Nachweis gibt. Was daraus resultiert, ist, dass eben, wenn Arbeiten zu schlecht sind, dass sie eben dann sozusagen auch abgelehnt werden und eben nicht veröffentlicht werden können, basierend auf dieser Begutachtung. Jetzt kann man sagen, ne, veröffentlichen kann ich immer. Ich stelle es einfach auf eine Webseite und ist es veröffentlicht. Und hier unterscheiden wir zwischen Arbeiten, die eben so eine solche Begutachtung, ein solches Review durchlaufen haben und Arbeiten, die das nicht durchlaufen haben. Was macht jetzt so ein Review? Ein Review gibt kritische Kommentare, vor allem unabhängige Kommentare, Englisch Frank, also Kommentare von jemandem, der euch nicht kennt, typischerweise, von jemandem, der keine Bedenken hat, euch ins Gesicht zu schreiben, weil wir Reviews typischerweise eben schreiben und es nicht sagen, da euch Feedback zu geben, was objektiv ist. Ja, wenn ihr jetzt einen Kumpel fragt und gibt dem euer Proseminar, dann sagt er, oh, hast du toll gemacht, klasse. So, und wenn das jemand anders liest, dann wird er deutlich objektiver daran gehen, eben weil der ja, sich nicht so sehr darum kümmert, da jetzt eure Gefühle nicht zu verletzen zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, Peer Review, da stecken zwei Sachen drin, Peers und Review. Was sind jetzt eben diese Peers? Und das kommt eben ganz darauf an, wo man jetzt ist. Also beim Proseminar sind die Peers eure Kommilitonen und Kommilitonen. So, das heißt, was man in der Forschung typischerweise hat, das sind 3 bis 4 externe, also von anderen Forschungseinrichtungen, typischerweise aus anderen Ländern, unabhängige Forscher, Experten. Und wer sich da hinter diesen Forschern und Experten versteckt, das sind Professoren, aber in den meisten Fällen sogar Postdocs oder eben Doktoranden. Das heißt, die sozusagen selbst an ihrer Forschung arbeiten, an ihrer Doktorarbeit arbeiten, die beurteilen eben auch dann andere Arbeiten. Also Peer Review ist eben das Ziel, dass wir eine objektive Bewertung haben und dass wir konstruktives Feedback geben. Und dieser zweite Teil, der geht leider manchmal unter in der Wissenschaft. Also das Ziel ist schon,
dass man, wenn man etwas begutachtet, dass man auch versucht, das in eine positive Richtung zu geben, auch zu sagen, nicht nur, ja, es war schlecht, sondern auch zu sagen, das und das könnte man besser machen. Man könnte hier den Test benutzen, man könnte hier noch mehr Wiederholungen machen, um die Ergebnisse verlässlicher zu machen. Das ist konstruktives Feedback. Und jetzt die Frage, wie erreicht man eigentlich Objektivität? Und ich hatte da eben schon das Beispiel mit sozusagen Kumpel oder eine Kumpeline wird sozusagen da anderes Feedback geben. Und hier ist es so, dass man mindestens in der Wissenschaft mal ein Single-Blind-Review hat. Das heißt, die Reviewer sind anonym. Ich weiß nicht, wer mich begutachtet, wer das schreibt. Damit kann derjenige, der das Review schreibt, deutlich freier seine Äußerungen machen, ohne befürchten zu müssen, dass die andere Person dann demnächst vor der Haustür steht und Gewalt androht. Das war jetzt der absolute Worst Case, aber natürlich möchte man auch in der anderen Richtung vermeiden, dass man sozusagen weiß, wer der Reviewer ist und dass ich da über Bestechung oder Ähnliches dahin kommen kann, dass irgendwas angenommen wird. Double-Blind-Review, da sind nicht nur die Reviewer anonym aus der Sicht des Autors, sondern auch umgekehrt sind die Autoren anonym aus der Sicht des Reviewers. Und das ist durchaus ein wichtiger Punkt, weil durch diese Anonymität eben auch ein Bias, der eben kommen kann, allein wenn man eben die Autorennamen liest, wenn man die vielleicht schon kennt, wenn man vielleicht mit den Autorennamen etwas verbindet wie Religion, Herkunft oder Ähnliches, um da völlig objektiv zu sein und jede Arbeit gleich behandeln zu können, ist immer mehr eben dieses Double-Blind-Review in der Verbreitung. Gut, warum Peer-Review? Ein paar Sachen habe ich schon gesagt. Ein Punkt ist Qualitätssicherung. Wenn es eben Verlage gibt, die eben Sachen herausbringen oder Konferenzen oder Zeitschriften, dann wollen die typischerweise sagen, bei uns werden nur hochkarätige Sachen veröffentlicht. Und um das zu ermöglichen, brauchen sie natürlich Gutachter, die die Sachen eben begutachten und dann eben sagen, was ist gut genug für eben diese Konferenz, für diesen Verlag, für diese Zeitschrift und was ist eben nicht gut genug. Tatsächlich in dem weiteren Fortgehen hilft es dann eben auch für Jobangebote. Das ist jetzt eher sozusagen jemand, der seinen Doktor gemacht hat, der kann über eben diese Qualitätsstempel, kann der eben dann sich weiterentwickeln und sagen, ich möchte in der Forschung bleiben oder selber Mittel einwerben, damit er eben Mitarbeiter hat, die an den Themen arbeiten können. Tatsächlich gäbe es eine Alternative dazu, zu diesem Peer Review. Die Alternative wäre, ich veröffentliche das einfach irgendwo. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt, ja, ich packe das einfach irgendwo auf eine Webseite und gucke dann mal, was die Zeit bringt und was man inzwischen gerade mit Google Scholar, mit digitalen Werkzeugen, die sozusagen über das ganze Internet crawlen und versuchen zu erkennen, wie oft was verwendet wurde, zitiert wurde, kann man natürlich auch den Impact relativ gut messen, allerdings erst nach mehreren Jahren. Also erst nach 5 oder 10 Jahren weiß ich, wie viel Impact das eigentlich hatte, weil ich dann gucken kann, wie oft wurde es zitiert, aber auch wofür wurde es zitiert. Also zitieren hier an der Stelle, eine andere Arbeit hat das in seine Literatur enthalten und hat sich eben auf diese Arbeit bezogen. Und das ist eben das, was ich vorhin auch meinte, wir wollen überhaupt erstmal Impact erreichen. Das heißt, wir erreichen andere Menschen, andere Forscher typischerweise, bauen darauf auf und nutzen diese Erkenntnisse für ihren eigenen Erkenntnisgewinn. Weil das eben schlecht funktioniert, wir können nicht bei jeder Doktorarbeit warten mit der Bewertung, bis wir sozusagen da wissen, was der Impact ist. Zum Beispiel bei kumulativen Dissertationen insbesondere, wie sie in Ulm auch möglich sind, da ist es eben so, man hat so ein paar Einzelveröffentlichungen und man muss gar kein großes Pamphlet schreiben, so wie jetzt eine Masterarbeit, sondern es wird bewertet anhand dieser Einzelveröffentlichung. Gut, das funktioniert aber eben erst nach Jahren. Das heißt, das Peer Review ist dieser zentrale Prozess und ist typischerweise unvermeidlich. Wie sollte ein Peer Review aussehen? Und hier vielleicht noch eine persönliche Note dazu. Hier werden euch unterschiedliche Personen garantiert immer unterschiedliche Tipps geben. Nichtsdestotrotz habe ich Erfahrungen gesammelt, habe auch mehrere Techniken für die Struktur ausprobiert und habe auch solche Gutachten an verschiedenen Stellen
aus verschiedenen Perspektiven gesehen. Sowohl, dass ich als Autor was geschrieben habe und habe eine Begutachtung danach bekommen, aber auch, dass ich ja, als Gutachter selber andere Gutachten gelesen habe und dann mitentscheiden musste, wird irgendwas angenommen oder abgelehnt. Und dabei gibt es eine Struktur, die, ja, ich sag mal so, in der Hälfte der Zeit in der Forschung irgendwie verwendet wird, so oder so ähnlich, die allerdings sehr effizient sein kann, wenn man dann wieder selektives Lesen unterstützen möchte. Ja? Weil manchmal habe ich nicht die Zeit, wieder alle 2 Seiten von diesem Gutachten zu lesen, sondern ich muss relativ schnell herausfinden, was waren eigentlich die wichtigsten Punkte. Dafür fangen wir typischerweise an mit einer Zusammenfassung. Mit einer Zusammenfassung möchte ich darlegen, was eine wissenschaftliche Abhandlung macht. Allerdings mache ich das mit meinen eigenen Worten. Ja, ich kopiere jetzt nicht den Abstract, die Zusammenfassung von der Arbeit hier rein, sondern ich mache das mit eigenen Worten, so wie ich es verstanden habe. Und das kann sich auch durchaus sehr stark unterscheiden von dem, wie so ein Abstract oder so eine Zusammenfassung von den Autoren aussieht. Und meist ist es auch noch mal ein bisschen kürzer. Hier gibt es so ein Richtmaß, so 3 bis 5 Sätze. In dieser Zusammenfassung wollen wir tunlichst vermeiden, das schon zu bewerten. Wir wollen einfach nur objektiv sagen, was ist da drin passiert und noch nicht darauf eingehen, was wurde da, ist da gut und schlecht passiert. Diese Zusammenfassung hat 2 Zwecke. Das eine ist zu zeigen, dass ich das Paper auch gelesen und verstanden habe. Das zweite ist, dass man Verwechslungen vermeidet. Es könnte ja jetzt passieren, dass ihr zum Beispiel im Proseminar 2 andere Arbeiten begutachten sollt und ihr reicht die dann verkehrt herum ein. Das würde unter Umständen mit den detaillierten Kommentaren irgendwie auffallen, aber nicht unbedingt. Ja? Und dann ist das quasi auf jeden Fall der Indikator, wenn die Zusammenfassung überhaupt nicht passt zu dem, was hier passiert ist, dann ist einem ein solches Problem passiert. Und tatsächlich, also das ist kein fiktives Beispiel, das ist auch mir schon passiert, wenn man eben mehrere Begutachtungen gleichzeitig machen muss. Es gibt Vor- und Nachteile von einer solchen, also Sachen, die dafür sprechen, Sachen, die dagegen sprechen, die eben noch nicht so gut gelöst sind. Und die wollen wir so kurz und präzise wie möglich auflisten. Und da eignet sich das, wenn man so einen kleinen Präfix hat, eben plus für positiv, minus für negativ. Und dann schreibe ich eben dahinter, was war gut. Ja? Also war besonders leicht verständlich, war sehr gut strukturiert, war ja, sehr, sehr leicht verständlich geschrieben. Es war ein tolles Beispiel drin. Das sind jetzt so Möglichkeiten, was denkbar wäre. Und natürlich können diese Dinge immer gut laufen oder schlecht. Das heißt, wir wollen das möglichst gruppieren in erst die Sachen, die positiv sind. Das macht man immer so, wenn man Feedback gibt. Man fängt erst mit den positiven Dingen an. Deswegen machen wir das auch hier so. Ja, das Peer Review ist Feedback, was ihr schreibt für jemand anders, der das dann liest. Und der kann es leichter verdauen, wenn ihr mit den positiven Sachen anfangt. Und dann die negativen Sachen und jeweils innerhalb der positiven, innerhalb der negativen Sachen. Wenn man dann noch weitergehen will, kann man das auch noch nach Wichtigkeit sortieren und sagen, das schlimmste Negative, was ich gesehen habe, war das folgende, das erste. Und dann, ja, das möchte ich hier auch noch erwähnen, aber das ist nicht ganz so schlimm. Ja? Das ist diese Severity. Gut, das alleine reicht aber nicht. Das ist sozusagen beides schon irgendwie der wichtigste Teil. Aber ihr sollt natürlich jetzt für diese Key Points, für diese kurzen Stichpunkte, sollt ihr jetzt noch erklären, warum ist das so? Was habt ihr für Anhaltspunkte? An welchen Stellen habt ihr das bemerkt? Was habt ihr an Belegen dafür, dass das tatsächlich so ist? Und das passiert dann tatsächlich in dem Rest des Reviews. Das heißt, das ist sozusagen so der, ja, der Präfix, Prälude, wie auch immer, sozusagen der Einstieg in das Gutachten. Und dann kommen ausformulierte Absätze, ähnlich wie bei der Zusammenfassung. Hier so typischerweise mal so 3 bis 5 Abschnitte und in diesen Abschnitten möchte ich jetzt darauf eingehen, was war gut, was war schlecht. Und da ist es eine Empfehlung von mir, eine relativ persönliche Empfehlung, dass ihr eben einen Absatz macht, in dem man immer alles Positive beschreibt. Ja, die positiven Sachen, die muss ich meist nicht so ausführlich beschreiben und ausführlich begründen. Das heißt, da reicht durchaus ein Absatz für alle positiven Sachen zusammen. Positives Feedback ist wichtig für die Autoren, aber ist eben nicht konstruktiv. Das hilft sozusagen nicht, mich zu verbessern. Deswegen reicht uns da ein Absatz von der Genauigkeit. Dahingegen sind für jeden Nachteil, den ihr in diesen Keywords, Keypoints sozusagen, in den
vorher beschrieben habt, also vorher betitelt als Cons, ja, die Nachteile, die Probleme dieser Abhandlung, die müsst ihr natürlich jetzt begründen. Ihr müsst belegen, warum das wirklich so ist, vielleicht mit Referenzen sagen, welche Abschnitte da besonders schlimm sind oder an welchen Stellen dieses Problem sichtbar wird. Dabei immer versuchen, konstruktiv zu sein, also auch selbst zu überlegen, wie hätte man das jetzt besser machen können, was kann man machen, damit eben was leichter verständlich ist, besser strukturiert oder ähnliches. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, also da fehlen Referenzen, dann ist das Unkonstruktive, was man machen kann, zu sagen, da fehlen Referenzen, Punkt. Und konstruktiv wäre es zu sagen, da fehlen Referenzen, zum Beispiel folgende Arbeiten. Ja, damit hilft man den Leser, den Autoren von der Arbeit, dann eben reinzugucken und ja, das als Ausgangspunkt zu nehmen für zum Beispiel das Forward- oder Backward-Snowboarding, was ihr vielleicht schon aus einer anderen Vorlesung kennt. Wichtig da auch noch, nicht alle Kommentare, die wir haben, für die lohnt es sich, einen eigenen Absatz zu schreiben. Und manchmal hat man einfach so Sachen, die einem so auffallen beim Lesen und dann möchte man die aber trotzdem den Autoren mitteilen oder eben beim Poseminar, dem Kommilitonen oder der Kommilitonin. Und da reicht uns typischerweise einfach ein Stichpunkt. Man kann da auch Sätze nehmen, man kann auch eine Mischung machen aus mal Sätze, wo es sich anbietet. Die schreibt man typischerweise nicht mehr irgendwie nach Wichtigkeit und nach positiv oder negativ, sondern die schreibt man, das sind auch meist dann eher negative Sachen, die man da hat, stehen auch am Ende vom Gutachten und die macht man typischerweise in der Reihenfolge, wie sie auftauchen. Ja, also an irgendeiner Stelle ist mir was aufgefallen, da fehlt ein Komma, dann kann ich das sozusagen mitgeben. Und bei diesem detaillierten Feedback ist es oft so, dass man an einem gewissen Punkt aufhört. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, da sind viele Rechtschreibfehler, dann ist es durchaus üblich, dass man dann sagt, also ich habe auf der ersten Seite 10 Rechtschreibfehler gefunden, ich höre da jetzt auf. Ja. Es macht keinen Sinn, dass ich alle Rechtschreibfehler, dass alle 3 Gutachter, die man typischerweise hat, alle Rechtschreibfehler aufzeigen. Aber indem ich die Rechtschreibfehler von der ersten Seite angebe, kann ich nachweisen, dass es wirklich viele Fehler gibt. Ein Beispiel, was so ein weiterer Kommentar, eben so ein minor Comment eben sein kann, ist, dass die Farben zum Beispiel schwer zu unterscheiden sind, wenn man es ausdruckt in Schwarz-Weiß. Das kann eben passieren, wenn ihr es selbst ausdruckt und Notizen dran macht. Oder aber wenn wir was, also das ist durchaus auch üblich, dass man eben viel in Schwarz-Weiß ausdruckt, um da auch Geld zu sparen und auch Farbe zu sparen. Und natürlich ist es auch ein Punkt sozusagen für Personen, die irgendwie so Farbschwächen haben, zum Beispiel Rot-Grün-Blindheit. Und wenn jemand Rot-Grün-blind ist, ist es natürlich super, wenn er das Feedback weitergibt und sagt, die Farben konnte ich so nicht unterscheiden. Oder wenn jemand, der ein gutes Gefühl dafür hat, was ist jetzt schwierig zu erkennen für Personen mit Rot-Grün-Blindheit, dass der das mit an den Weg gibt und sagt, da Vorschläge macht, was man besser machen kann. Das sind allerdings Kleinigkeiten. Ja? Das sind Sachen, die sind nicht wichtig für die Annahme per se, sondern das sind sozusagen ja, sind weitere Kommentare, die man eben noch geben kann. Gut, das dazu. Und jetzt wollen wir hier mal auf ein Beispiel drauf gucken. Das ist ein Beispiel, was so ähnlich mal bei einem Seminar eingereicht wurde. Ich habe das hier teilweise ein bisschen ergänzt, ein bisschen umgeschrieben. Aber so in der Art stellen wir uns später ein Gutachten vor von euch. Das ist jetzt hier auf Deutsch. Wie gesagt, das müsst ihr in dem entsprechenden Proseminar, in dem ihr seid, klären. In der Forschung ist es natürlich so üblich, dass das Review in der gleichen Sprache passiert wie auch die wissenschaftliche Abhandlung. Es gibt Ausnahmefälle, wo vielleicht mal was auf Deutsch geschrieben wird und dann auf Englisch gereviewt, aber also in einer Muttersprache und dann in einer anderen Sprache gereviewt. Aber typischerweise macht man das Review in der gleichen Sprache. Die Begutachtung hier startet also mit einer Zusammenfassung und hier würde ich euch jetzt empfehlen, vielleicht einfach mal kurz zu pausieren, das mal selbst durchzulesen. Natürlich ist jetzt hier nicht wichtig, dass ihr das im Detail versteht. Da sind jetzt Fachbegriffe drin, die muss man jetzt hier nicht verstehen können. Aber man kriegt so einen Eindruck, was passiert da eigentlich, gerade wenn man sozusagen, also wie hängen diese verschiedenen Sachen eigentlich zusammen und es ist eben eine persönliche Note sozusagen auch. Wie sehe ich selbst diese Arbeit? Was macht diese Arbeit für mich aus?
Nach der Zusammenfassung kommt dann eben diese Liste der Vor- und Nachteile von dieser Arbeit und hier mal so ein paar Beispiele. In der Arbeit, die hier begutachtet wurde, war eben die Aufteilung in Abschnitte sehr gut. Es wurden gute Beispiele gegeben, nämlich so ein laufendes Beispiel, was eben sich durch die ganze Arbeit zieht. Allerdings, und das ist was, was wir häufiger sehen, war es nicht vollständig. Das heißt, zum Zeitpunkt der Abgabe, das war so eine Zwischenabgabe, um Feedback zu bekommen, fehlten noch manche Abschnitte oder waren manche Abschnitte noch als Stichpunkte. Dann gab es hier auch fachliche Fehler, also da wurden falsche Worte benutzt oder Worte in dem falschen Kontext benutzt oder eben auch die Wortwahl hier in der Arbeit. Und ihr merkt es schon, also allein diese High-Level-Übersicht, die reicht noch nicht. Das ist noch kein konstruktives Feedback. Das ist eher eine Bewertung anhand von sozusagen, was ist so positiv, was ist negativ. Aber das hilft allein noch nicht, um zu sagen, um zu verstehen, wie kann ich das jetzt konstruktiv verbessern. Und deswegen brauchen wir das ausformuliert. Hier der erste Absatz ist eben zu allen oder zu diesen beiden positiven Punkten. Der zweite Absatz ist hier relativ kurz, aber was will man auch groß sagen, wenn eine Arbeit quasi unvollständig ist, da kann man vielleicht noch auf die Abschnitte verweisen, die unvollständig waren. Aber ansonsten lässt sich da nicht viel mehr zu sagen und da muss man sich da auch jetzt nicht einen langen Absatz zu überlegen. Und hier geht es jetzt weiter, das ist dann der zweite negative Punkt in einem eigenen Absatz beschrieben. Ja, und auch da kann es Sinn machen, jetzt wieder kurz zu pausieren und sich das mal anzugucken, dass man mal so ein Beispiel, so ein Gefühl dafür kriegt, was eben wie so ein negativer Punkt dann beschrieben wird. Und ihr werdet auch sehen, in diesem Beispiel ist ziemlich viel Konstruktives drin. Da wird eben gesagt, was könnte man noch erwähnen, wie könnte man noch zusätzlich dem Leser helfen, bestimmte Sachen zu verstehen. So, und da könnte ein Review aufhören und manche Reviews hören auch an dieser Stelle auf und das ist auch in Ordnung. Wenn ihr allerdings noch weitere Kommentare, Kleinigkeiten habt, dann kann man die eben separat noch auflisten. Und hier seht ihr, das sind dann einfach nur Stichpunkte zum Beispiel, wo einfach irgendwas beschrieben ist, ja, in Anführungszeichen dann was im Text wirklich so vorkam. Und dann wissen die Autoren oder der Autor oder die Autorin dann eben auch, was jetzt damit gemeint ist, welche Stelle gemeint ist. Und man kann jetzt über diese Inhalte und was man jetzt schreibt in der Begutachtung, was nicht, da kann man drüber streiten. Ja, das ist hochargumentativ, aber es soll euch jetzt eben mal so einen Einblick geben, was könnten jetzt so weitere Kommentare sein. Ja, wir hatten vorhin schon ein Beispiel, nämlich Rot-Grün-Blindheit oder Ähnliches oder generell das Farbschema, dass das vielleicht gut oder eben schlecht geeignet ist. Hier mal im Überblick über dieses ganze Review, jetzt ist hier ein bisschen was ausgespart, ja, der eine Absatz, den musste ich ein bisschen abkürzen, damit das hier noch halbwegs auf die Folie passt. Und hier unten würden sozusagen noch mehr Absätze landen, die auch noch die fachlichen Fehler und die Wortwahl als negative Punkte eben beleuchten. Dazu sozusagen, was noch wichtig ist, diese Struktur ist durchaus so üblich, dass die Struktur für sich steht. Ich muss nicht oben Summary drüber schreiben, hier Pros und Cons drüber schreiben, hier Positive Major Feedback, Negative Major Feedback, Minor Comments, Minor Feedback drüber schreiben oder eben die Entsprechungen auf Deutsch, sondern die einzige Überschrift, die wir hier drin brauchen, ist, die Aufteilung ist so üblich, dass man eben, dass hier oben alles so steht und das Einzige, was man gern macht, ist hier unten zu sagen, im Englischen meine Comments, so eine direkte deutsche Übersetzung gibt es dazu nicht, aber im Prinzip weitere Anmerkungen, weitere Kommentare, weiteres Feedback zum wissenschaftlichen Schreiben. Gut, eine Sache vielleicht noch zum Unterschied, natürlich ist der Hauptfokus, wenn ihr jetzt hier so ein Review schreibt für andere Studierende, dass ihr natürlich jetzt vor allem auf das Sprachliche achtet. Ja, ihr kennt euch vielleicht gar nicht so aus mit dem Thema, was behandelt wird. Das heißt, ihr könnt wenig inhaltliches Feedback geben, sondern eher sprachlich. Das sehen wir hier auch so ein bisschen an dem, was hier oben so auftaucht. In der echten Forschung sozusagen, wo Doktoranden was irgendwo einreichen, da hat man natürlich auch viele inhaltliche Bezüge, wo es darum geht, da ist sachlich was falsch oder da fehlen Sachen oder Ähnliches. Da gibt es sozusagen noch andere Kriterien. Und da möchte ich euch jetzt zumindest im Schnelldurchlauf mal so ein paar Sachen sagen, die man beachten kann. Und da könnt ihr auch
überlegen, was davon vielleicht sogar schon passt irgendwie für euer Proseminar. Und ansonsten ist es mal als Information, was in einem Review normalerweise noch steht. Signifikanz, ist das adressierte Problem eigentlich relevant? Also haben das Problem hinreichend viele Leute, dass es sich lohnt, das in der Forschung anzugucken? Clarity, kann ich das Paper relativ einfach verstehen? Ist das sehr gut geschrieben, sehr gut strukturiert? Und da sind wir beim wissenschaftlichen Schreiben. Ja? Um wissenschaftliches Schreiben, wenn man das perfektioniert, dann bekommt man bei Clarity quasi immer Bestnote. Ja? Und das ist durchaus nicht zu unterschätzen. Es werden viele Sachen abgelehnt, nicht weil sie schlechte Sachen passiert sind oder schlechte Ergebnisse sind, sondern einfach, weil sie unverständlich sind. Ja, und das ist genauso wichtig wie die Idee oder die Ausführung ist eben auch sozusagen, wie ich es präsentiere, sodass es verständlich ist. Dann Novelty. Ist das eigentlich was Neues? Weil ich meine, warum sollen wir eine Forschung immer wieder das Rad neu erfinden, wenn es das Rad schon gibt? Das heißt, hier wollen wir nachweisen, dass wir tatsächlich was Neues machen. Und das ist was, das kommt dann eher auf euch drauf zu in Bachelor- und Masterarbeit. Ist das korrekt? Sind alle Behauptungen, die getroffen wurden, entsprechend durch Argumente, Beweise, empirische Messungen, Beispiele sozusagen belegt? Und dann ist es reproduzierbar. Kann ich es wiederholen mit den gleichen Daten, mit anderen Daten? Und dann gibt es noch eine Reihe von anderen Kriterien, die sozusagen da eine Rolle spielen. Ist das eigentlich gültig, was da besprochen wird? Ist es gut illustriert? Ist es gut präsentiert? Und ist es in sich verständlich oder habe ich Informationen, die in den Grundlagen zum Beispiel fehlen, sodass ich das nicht richtig nachvollziehen kann? Verzeihung. Ein Hinweis noch dazu, es gibt manche, ich habe vorhin schon angekündigt, dass die Struktur von einem Review sich sehr stark unterscheiden kann. Da kommt es auch ein bisschen auf die Domäne an. Und hier ist es so, dass manche auch empfehlen die Struktur, manchmal ist die sogar vorgegeben von einer Konferenz oder einer Zeitschrift, dass man nach dieser Struktur vorgeht. Ich finde es trotzdem ungeeignet. Wichtig ist, dass diese Sachen trotzdem kommentiert werden. Das heißt, Novelty kann zum Beispiel eins unser Plus oder Minus sein, wo man sagt, das hat den Neuwert, aber Clarity ist vielleicht schlecht, Significance ist gut, Correctness ist schlecht oder gut. Ne? Gut, das zu den Kriterien. Jetzt ist es so, das spielt jetzt fürs Proseminar nicht so eine Rolle. Es könnte sein, dass ihr das da nutzt, muss aber nicht sein, dass ihr auch noch eine Bewertung auf einer Skala vornehmen müsst, wo ihr sagt, ne, also ihr kennt Bewertungen aus der Schule oder aus dem Studium, Noten 1 bis 4 oder 1 bis 5, 1 bis 5 oder 1 bis 6. So ähnlich ist das hier auch, bloß dass wir eben nicht jetzt hier Schulnoten vergeben, sondern dass wir hier verschiedene Begriffe dafür haben. Also Strong Accept heißt, ich möchte, dass es angenommen wird und ich kämpfe auch dafür. Weak Accept, ich möchte, dass es angenommen wird, aber ich kann mich auch vom Gegenteil überzeugen lassen. Weak Reject, ich bin eher dafür, dass abgelehnt wird, lasse mich aber auch davon von guten Argumenten überzeugen, dass angenommen wird. Und Strong Reject, ich kämpfe dafür, dass es abgelehnt wird. Manchmal lässt man dieses Strong auch weg. Das war jetzt hier nur so, um es zu unterscheiden. Manchmal gibt es noch mehr Stadien dazwischen, aber das sind so die vier wichtigsten. Das ist relativ typisch für die Informatik mit diesen Scores, weil die Informatik eben Konferenzen hat, auf die man fährt, wo man einen Vortrag hält. Bei Zeitschriften ist das so, ja, also das ist irgendwie dieses ganz alte historische Konzept, dass man irgendwie Zeitschriften abonniert, wissenschaftliche, und dann eben alle Monat oder alle Vierteljahr so eine Ausgabe bekommt und sich dann hinsetzt und die von vorne nach hinten durchliest. Das ist sicherlich ein bisschen in die Jahre gekommenes Bild, aber diese Zeitschriften haben immer noch eine große Bedeutung. Da ist es dann eben so, dass ich sagen kann, es kann so angenommen werden, wie es ist. Ich habe eine Minor Revision, also ich habe nur so Kleinkram, so weitere Kommentare, oder aber es gibt tatsächlich noch große Sachen, Umstrukturierung, neue Messungen, es müssen Sachen wegfallen in der Abhandlung oder neue an der Arbeit diskutiert werden, oder Reject. Reject tatsächlich der häufigste Score, dass Sachen eben komplett abgelehnt werden. Und dann zur Einschätzung dieser Bewertung ist auch wichtig, welche Expertise bringt eigentlich der Gutachter selbst mit? Die Gutachter sind anonym für die Autoren. Das heißt, das ist sozusagen so ein Level von 1 bis 5, wo ich sagen kann, was ist meine Expertise in dem Bereich? Wie sicher bin ich mir mit meiner Begutachtung? Gut,
Hier noch, was sind so typische Probleme, und zwar nicht nur, wenn wir von Studierenden solche Gutachten sehen, sondern auch, wie ich das öfter in der Forschung sehe und wie das auch andere berichten. Häufig fehlt Zusammenfassung oder eben diese Keypoints, diese Schlüsselpunkte, die sozusagen entscheidend sind. Man hat eine Mischung aus eben ja, so Kleinkram, was mir mal so aufgefallen ist, und größeren Änderungen, größerem Feedback. Und das passiert vor allem dann, wenn ich das Paper lese und gleichzeitig mir Notizen mache und diese Notizen eins zu eins so einreiche. Und da ist es genauso wie beim wissenschaftlichen Schreiben. Man macht sich erst Notizen, dann strukturiert man die, bringt die in eine Struktur, nämlich in die Struktur, die wir gerade besprochen haben. Und in der sollte man nämlich insbesondere auch kein positives und negatives Feedback mischen und an jedes Positive sozusagen noch ein Aber dranhängen, sondern wirklich unterscheiden, das lief gut, das lief schlecht. Und selbst bei einer ganz schlechten Arbeit kann man zumindest mal sagen, ja, das Thema war relevant, der Literaturüberblick ist zum Beispiel gut. Oder die Ideen sind aufschlussreich und interessant weiter zu verfolgen. Das heißt, irgendwas Positives sollte man auf jeden Fall finden. Der Hinweis dazu ist im Wesentlichen, folgt dieser Struktur, trennt positive von negativen Sachen, trennt Major von Minor Kommentaren, also Hauptkommentare, Hauptkritikpunkte von weiteren Kommentaren. Und auf jeden Fall immer mit den positiven anfangen. Gut. Damit sind wir auch am Ende vom dritten Teil angelangt. Es ging um das Peer Review. Warum machen wir eigentlich Peer Review in der Forschung? Warum brauchen wir das da? Das ist ein zentraler Bestandteil von Forschung und deswegen solltet ihr das auch mit kennenlernen. Und das kann euch aber auch so ein bisschen motivieren und zu sehen, wissenschaftliches Schreiben fällt nicht nur euch schwer, das fällt auch euren Kommilitonen schwer und Kommilitoninnen. Was sind so typische Evaluationskriterien? Was ist eine typische Struktur von dem Review? Die war hier relativ konkret. Ihr habt auch ein Beispiel, in das ihr reingucken könnt, was ihr euch ein bisschen nochmal durchlesen könnt und auch gucken könnt, wie ihr euer Gutachten dann selbst schreibt. Was sind typische Probleme? Hier zumindest mal ganz kurz abgehandelt und im Wesentlichen ist der Hinweis, nutzt diese Struktur mal so und fürs Proseminar nehmt die mal als gesetzt und deswegen könnt ihr das trotzdem vielleicht für die Zeit ein bisschen für euch entwickeln und überlegen, wie die Struktur generell aussehen sollte und wann sie gut ist. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wie immer gilt, dass wir hier nochmal über praktische Aufgaben oder weiterführende Sachen nachgedacht haben und ihr findet die Moodle. Dann bis zum nächsten Mal.